Als ich noch jung war, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht über Beziehungen. Ich habe einfach Beziehungen gepflegt mit den Menschen, die mir sympathisch waren oder die ich halt musste, aus beruflichen oder anderen Gründen. Und dann, als ich etwas älter geworden bin, mit zunehmendem Wachstum auch vom Glauben, da ist in mir immer mehr der Wunsch gross geworden, ich will die Beziehungen die so leben, dass ich die Gaben, die Gott mir geschenkt hat und die mir Freude machen, eben einbringen. Es ist nicht einfach nur so mit den Leuten zusammen bin, sondern ja, dass ich ein echtes Christsein aus nächster Liebe kann leben kann. Und ich habe mir dann auch überlegt, ja, was habe ich denn für Gaben? Wie kann ich die in den Beziehungen leben? Ich gebe von Herzen gern. Ich verschenke gern. Und es fängt also bei den kleinsten Sachen eigentlich schon an, dass man nicht immer so etwas riesig sein, ein Lächeln, mal Zeit haben für jemanden oder mal einen Blumenstrauß bringen, wo jemand etwas nicht erwartet, einen Kuchen oder es ist egal was, es kostet ja eigentlich nicht viel. Und trotzdem darf es auch mal Beziehungsgabe sein, eine finanzielle Gabe, sage ich dem, wenn ich spüre, da ist ein Mensch richtig in Not. Also da ist jetzt wirklich existenziell für den Mensch, vielleicht für einen anderen nicht, dass ich da dann überlege in mir. Und ich könnte ja dann auch einfach sagen, ja gut, jetzt Herr Jesus, hilf du dem. Und dann wäre es mir wieder gleich, aber es ist bei mir nicht so. Es tut mich dann bewegen. Ich möchte ein kleines Beispiel erzählen. Ich war eingeladen bei einer Frau zum Kaffee. Dann hat sie mir ein paar Guetzli aufgetischt und hat gesagt, ah, tut mir leid, weißt, die habe ich nicht selber gemacht. Mein Backofen ist schon so lange kaputt und der Herd ist so alt. Aber weißt, wir können es einfach nicht leisten, einen neuen Backofen zu kaufen jetzt. Und dann habe ich auch gedacht, ja Herr Jesus, ich kann jetzt dir nicht sagen, schenke dieser Frau einen Backofen. Dann bin ich heimgegangen und dann haben sie mein Mann und ich beredet miteinander. Dann sind wir wirklich mit grosser Freude übereingekommen, dieser Familie schenken wir jetzt einen neuen Herd mit Backofen. Und es ist so, wenn man mit Freude gibt und schenkt, dann macht einem selber am meisten Freude. Und das ist jetzt schon viele Jahre seither und die Frau hat das nie vergessen. Eine dritte Beziehungsmöglichkeit, die ich habe oder die ich pflege, ich bin eine extrovertierte Person. Ich habe keine Mühe, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, zu schwätzen, ein Gespräch anzufangen. Und das nutze ich wirklich aus, indem ich sehr viel poste. Ich muss manchmal nur etwas haben, aber ich gehe einfach in den Laden gerne, weil ich dort Leute antreffe, mit dem Verkaufspersonal. Und besonders mit den Lehrlingen rede ich auch gerne. Reden. Macht mir Spass, sie zu ermutigen, mal sagen, hey, das ist gut gemacht. Oder, das ist jetzt einfach schön, wie du das hergetan hast. Oder, gell, das ist ein bisschen blöd, wenn ich mal putze und so. Einfach so. Und ich habe gemerkt, dass eine herzliche, offene, authentische Gesprächsführung zu einem Vertrauensverhältnis oder zu einer Vertrauensbasis kann werden. Da hat man doch mal gerade letzte einen Lehrling, hat er so die Hand angegeben und gesagt, Sie dürfen Sie nicht etwas fragen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, könnten Sie mir nicht einen Tipp geben, wie man mit einer zickigen Freundin umgeht? Da haben wir doch wirklich beide im Laden richtig müssen lachen. Und dann hat er mir seine Geschichte erzählt, wieso die so zickig ist. Und ich habe ihm dann so ein paar Tipps können geben. Und seitdem ist das eine schöne Begegnung, die ich jedes Mal wieder habe mit dem. Und er traut sich mir auch Fragen zu stellen, die wichtig, also die tiefschürfender sind. Jetzt möchte ich noch sagen, dass es auch Begegnungen gibt mit Menschen, die nicht zu einer Beziehung führen. Ein Beispiel muss ich erzählen dazu. Es ist an einem Abend, ganz spät, hat es mal geschält an unserer Haustür. Und ich bin einfach verschrocken und habe ganz skeptisch nur einen Spalt aufgemacht. Und wer steht draussen? Das war der damalige Pfarrer, den wir hatten. Steht draussen mit einer Frau und drei Kindern. Jedes Kind hatte einen Schulertee, einen Rucksack und die Frau mit zwei Koffern und sie hat brüllt. Und ich dachte, meine Güte, was ist das? Dann sagt er, lass es, es ist ein Notfall, die Frau haben wir, die Familie haben wir müssen wegen häuslicher Gewalt daheim wegnehmen. Du bist mir in den Sinn gekommen, du hast ein grosses Haus. Ich lasse jetzt bei dir, bis wir etwas anderes gefunden haben.
Und in meinem Herz habe ich gesagt, Herr Jesus, nein, bitte nicht, das schaffe ich nicht. Nein, das geht nicht, ich habe Platz. Nein, ich kann das nicht, das kann ich jetzt einfach nicht. Der Pfarrer hat die Kinder reingestellt mit der Mutter und hat die Türen zugemacht und ist gegangen. Das war wirklich eine meiner schwierigsten Sachen, die ich hier erlebt habe, wo unsere Familie einfach völlig durcheinander gebracht hat. Sie war nicht mehr wie vorher und es hat mir eine riesige Unruhe gegeben. Und Gott sei Dank ist dann der Pfarrer nach ein paar Tagen wieder gekommen und hat die Familie mitgenommen. Sie haben wieder dürfen heim und es hat sich dort wieder eingependelt irgendwie. Da bin ich einfach zum Schluss gekommen. Es ist keine Schande, wenn ich auch einmal spüre, ich habe etwas nicht. Das ist jetzt echt nicht meins und ich habe gespürt, Jesus überfordert mich nicht. Er will mich nicht überfordern. Es war eine Lehre, eine Aufgabe für mich. Und ich wollte ihm einfach auch da wollen, treu sein und sagen, ich habe es gemacht, aber bitte nicht nochmal. Und so ist mir einfach wichtig, dass ich den Ruheort, den ich zu Hause habe, den Rückzugsort darf behalten. Das ist richtig für mich, ich brauche das. Aber dass ich in dem Rückzug von den Beziehungen mit Menschen eben dann in der Beziehung mit dem Herr Jesus Christus wieder Kraft und Mut schöpfen darf.